Hallo und herzlich willkommen hier bei Plants vs. Zombies Teil 2. Ja, ich möchte eigentlich da hinten noch diese Specials haben. Vor allem, nee, das kommt eigentlich erst in der Piratensee. Aber ich bin trotzdem gespannt, was uns hier noch Schönes erwartet. Deswegen mache ich hier weiter bei Level 1.14. Und wir schauen erst mal rein, was uns hier so Schönes erwartet. Okay, wir bekommen Camille Flush. Und wir bekommen die Sammler, aber die werden es natürlich wahrscheinlich nicht als einzigste sein. Deswegen probiere ich es mit meiner, ja, so Standard-Kombi. Das heißt, der Laser gegen die Kamele, die Bodenkrabbler, wenn sie an den Stein fressen. Und dann sollte das eigentlich schon klappen. Wir haben Gott sei Dank keinen Wolfi mit dabei. Und dann schauen wir einfach mal rein, ob es klappt oder wie es laufen wird. Ich bin sehr gespannt. So, Start schon mal einmal verkackt. Ich muss mich echt ein bisschen dran gewöhnen. Ein bisschen runter. So, der erste kommt schon. Dann setzen wir den hier schon mal rein. So, und dann haben wir eigentlich gleich unsere... Ja. Ich denke, das wird nicht so harmonisch bleiben, wie es jetzt gerade ist. So, danke schön. Da unten auch noch mal einen. Und ich überlege auch schon, wo ich meinen ersten großen Fresser hinmache. Ich denke, der wird hier hinkommen. Ich bräuchte noch mal einmal... danke, Mais. Dass das Spiel auch immer so stressig sein muss. hier können wir schon mal einen Stein hinmachen, einen weiteren. So, na, sammeln die schon wieder? Nein, du kommst hier nicht rein. War ein Wolfi dabei? Mist. Ich dachte, wir haben in dem Level keinen Wolfi. Hier noch mal einmal rein, da machen wir den hin und ganz oben brauchen wir auf jeden Fall einen Mais. So, jetzt würde ich gerne den ersten Laser mal aufbauen. Obwohl, da können wir auch hier noch ein bisschen was tun. So, oben ist ein bisschen zu wenig. Da muss ich jetzt doch ein bisschen schützen. Oh, lass mir meinen. Oh, ich kann Laser bauen. Sehr schön, dann bauen wir hier einen hin. So, nächste Runde. Da können wir einen Bodenkrabbler reinmachen. Und hier machen wir gleich einen Steini. So. Runde. Laser oben, würde ich sagen. Die regen mich gerade ein bisschen auf, deswegen. So, da kommen schon die Steine. Kriege ich hier einen Bodenkrabbler hin? So, komm. Mischt die ersten Kamele kommen. Ich brauche Sonne. Ich brauche sehr dringend Sonne. Ach, blödes Teil. Nein, ich will jetzt kein... Ich habe hier gerade absolut Wichtiges zum Tun. So, habe ich noch Kohle für einen Bodenkrabbler? Nee, habe ich nicht. Aber ich brauche dringend die Sonne. Komm, noch ein. Irgendwo noch ein. Danke. So, hier noch mal einmal rein. So, und dann hoffe ich, dass das reicht. Sieht eigentlich ganz gut aus, so auf den ersten Blick. Klar. Die einen Boden können wir hier auch noch in der Reihe 3 Felder noch.
Und die sind natürlich sehr effektiv. So, hier machen wir mal den noch rein. Ich frage nochmal Danke. Dann lese auch in der. Und dann hoffe ich, dass er diesen in der Mitte, diesen Tombstone da schnell weglasert. Wir können hier auch nochmal in der unteren Reihe, können wir auch nochmal einen Drachen reinsetzen jetzt. Jawohl, es läuft. So, da haben wir für den Notfall haben wir gleich zwei. Da können wir mal die Reihe mal ein bisschen aufbauen, genau. So, hier einmal. Oh, da unten fällt ja komplett der Bodenschutz. Machen wir hier nochmal einmal einen rein. So, da ist eine Goldmünze. Und wenn wir jetzt noch welche haben, dann können wir die entweder in Reihe 2 im Boden krabbeln. So, hier ist auch noch einer. Komm. Okay, die letzte Welle beginnt. Dann setzen wir hier mal überall schön hin. Boah, hat der zum Rechnen. Sind das viele Zombies? Ich brauche noch eine Sonne. Dankeschön. Schnappen wir uns. Dann kommt die direkt in die Reihe hier. Kann ich mich eigentlich schon ums Camouflage in Reihe 5 und Reihe 4 kümmern, so ein bisschen. So, komm. So, da ist Reihe 4. Wir kriegen auch noch einen rein. So. Komm. So, und das scheint es gewesen zu sein. Jawohl. So, das war Level 1.14. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Anregung gegeben, wie man es so schaffen kann. Und ja, dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Runde hier bei Plants vs. Zombies Teil 2. Ich danke dir fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao. Halt, wir schauen noch einmal zur Karte. Ich bin immer so... Ja, ich will keine... Ah, klasse. Okay, also, bis dann. Ciao, ciao.